Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit mehr God of War Ragnarök mit der nächsten Episode. Und ja, letzte Episode haben wir gegen Thor, den Donnergott, gekämpft. Wir haben uns ordentlich bewiesen, auch wenn wir einmal komplett auseinandergenommen worden sind. Aber dazu die vorgehende Folge abchecken. Jetzt haben wir wieder unsere Chaos-Klingen, wie man es kennt. Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Wie man es kennt von Kratos. Und jetzt ziehen wir in die Welt, rein, um... Ja, mal gucken, was wir überhaupt machen. Ob wir jetzt in die Schlacht ziehen. Region entdeckt. Unterer Wildwald. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Und wer weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Ja, Odin ist schon ein komischer Kauz. Wirklich. Nett sah der auch nicht wirklich aus. Was ist hier passiert? So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Alter, die wurden ja komplett durchlöchert. Oh, hier, die Kiste hätten wir fast übersehen. Kisten sind mega wichtig, vor allem, weil dieses ganze Zeug da drin ist, wie das Hack selber, was wir natürlich auch brauchen, genau wie das Eisen und so weiter und so fort. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Ich tippe auf Zweiteres. Nur Tierspuren. Na gut, wir haben ja gelernt, dass auf Freya kann sich ja ein Vogel einfach verwandeln. Falken, was auch immer war. In der ersten Folge. Guck mal, das hat schon Stil. Klar, ich meine, die Waffe ist auch cool. Ich meine, die kann ich einfach wegwerfen. Die kommt einfach wieder. Aber Klingen ist schon eine coole Sache. Und ich meine, das ist mega cool. Da brauchen wir nicht zweimal drüber reden. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Können wir nicht drüber. Bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Lass mich raten, wahrscheinlich ist seine Mutter ihm begegnet. Hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund ist. Ja, vermutlich. Kann ich ihn killen? Wow, eine Warnung wäre nett. Nächster! Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Hehlräuber, der gewöhnliche Hirschräuber ist nur tot und deshalb weitaus gefährlicher, unerbittlich rasend wütende Kreaturen. Ein bisschen Feuer sollte ihnen helfen, sich zu beruhigen. Ja, würde man sagen, das hat ihn beruhigt auf eine gewisse Art und Weise. Er ist ruhig. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Also dieser Schnee wirklich einfach 10 von 10, wie die ihn gemacht haben, ne? Mit dem Wald und so weiter. Absolut krass. Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immer zu auf der Hut. Ja, sehe ich. Du rennst da einfach rein, als wär's. Ja, ist halt so, ne? Wo kann man denn nicht überall hin? Geht's hier einfach wieder runter oder wo geht's hier hin? Was es auch ist, es ist schnell.
Ich will nur die Kiste haben. Hier können wir eh nicht rum weg. Das heißt, wieder zurück. Überhol dich, Kleiner. Ja! Spaß. Okay. So, wir sind fast wieder voll. Sag ja, mit dem Klingen geht's irgendwie besser. Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Hätte ich jetzt auch gesagt. Dass ich es nicht war. Standardsatz von jedem Kind. Ich war es nicht. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Ich glaube auch nicht, dass Tyr... Hier kommst du nicht runter? Hast du keinen Bock, Atreus, oder was? Gut, dann nicht. Ja, egal. Wir schon Weg finden, danke. Ja, also dafür war, gebe ich Mimir recht, ne? Also Odin war mega besessen davon, dass wir nicht nach ihm suchen. Und ich meine, allein das ist schon ein Punkt. Ihm zu misstrauen. Ich finde es irgendwie cool, wie die das gemacht haben mit diesen Tattoos, muss ich sagen. Das finde ich echt cool. Mit den Asgardianern. Geil. Ah, ich glaube, jetzt kann sie auch nicht mehr wiederkehren. Mit erwerben sie Fähigkeiten, drücken sie Touchpad-Taste, um Fähigkeitenreiter zu öffnen. Menü. Waffenfähigkeiten bauen. Schalten sie Fähigkeiten mit EP frei, um Zugang zu neuen Aktionen und Fähigkeiten zu erhalten. Kratos und Atreus sammeln im Kampf getrennt voneinander EP und besitzen einige einzigartige Fähigkeitsbäume. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so kacke. Ah, okay. Jetzt sehen wir das, was die klingen können. Und wir können sehen, was der... Okay, und Atreus. Ah, okay. Das geht dann von alleine, wird sich das immer weiterschalten. Von aus, oder man muss halt wahrscheinlich sich kaufen, gehe ich von aus. Genau, kaufen, hier jetzt zum Beispiel freischalten. Und das kann man bei den Chaos-Klingen jetzt hier zum Beispiel auch schon machen. Also ein Klingen-Nahkampf gegen eingefrorene Gegner. Fernkampf. Oh, das ist nicht schlecht, finde ich. Lodernde Explosion. R2, halten sie R2. Nö, sind jetzt nicht so cool. Das schon eher. Mit der 1. Also dann kurz verliere ich eigentlich das hier. Glaube ich. Ne, das hier war's. Dann machen wir das jetzt auch mal. Atreus können wir jetzt nichts geben. Der hat noch zu wenig Punkte. Müssen ihn ein bisschen öfter einsetzen, glaube ich. Aber wir geben auch hier noch ein bisschen
Dann haben wir da erstmal ein bisschen ausgefüllt. Ja, das ist eh besser. Luti, dann gehen wir mal wieder, dann gehen wir ein bisschen weiter. Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Boah, jetzt ist er eh nicht in meinem Weg. Wie ich gesagt habe, hier war mit dem Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Fans, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Na, dann bin ich mal gespannt, was Atreus so weiß. Wie ich es einfach schon wusste, dass ich das machen muss. Ich habe keine Ahnung, aber wir geraten. Okay, auf geht's. Was meinst du? Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will. Aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Kommt der Junge nicht? Kommt der auf einmal her? Der Junge kann teleportieren, ich sag's ja. Tote hier. Wir sollten weitergehen. Drücken Sie wiederholt schnell Dreieck, um die Chaos-Klinge mit Feuer zu laden. Anschließend können Sie mit R1 oder R2 einen Feuerangriff machen. Ich kann irgendwie nicht die ganze Zeit. Ja, wir müssen ein bisschen mehr mit Atreus auch arbeiten. Oh, das ist. Dass man die Bäume jetzt sehen kann, finde ich cool. Ich finde persönlich, es ist ein bisschen wieder in so ein bisschen auf die etwas älteren gegangen wieder. Weil Kratos ist auf jeden Fall wieder da, so ein bisschen. Aber nicht mehr so, wie es jetzt mal früher war. Das ist logisch. Aber das ist auch logisch. Ich finde das auch in Ordnung. Er ist jetzt ein Vater. Dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen. Ja, Mimir, was soll man dazu sagen? Wie aufs Stichwort. Töten, Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Wintermann, töte den Wintermann. Die Runen scheinen von Räubern zu stammen, aber ich kenne den Wintermann nicht. Ihre Angriffe sind in letzter Zeit häufiger geworden. Vielleicht ist er der Grund für ihre Rastlosigkeit. Interessant ist es auf jeden Fall. Wir klettern. Gut. Ah,
Er ist wirklich gut darin geworden. Ja, letztes Mal musste ich ihn noch tragen. Das nächste Bild des Grauens. Das nächste. Am besten ist dann eher Atreus. Ich hoffe, es geht dann wieder. Letztes Mal hatte der nämlich so ein, wie so ein Wolf oder ich weiß gar nicht mehr, was ein Wolf, den er da schicken konnte auf die Feinde. Das wäre echt eine 10 von 10, wenn das dieses Mal wieder geht. Ging es nicht da weiter? Nee, okay, ich habe gedacht, es geht da weiter. Ups, falsche Taste gedrückt. Naja. Machen wir weiter. Und was ist das denn? Oh, ist mir auch egal. Bilden Sie eine Eismasse um die Levitan-Axt. Runenjuwelen gewähren Kratos Zugang zu leichteren und schweren Runenangriffen. Sie werden an seine Waffen gebunden. Jede Waffe kann Juwelen für leichte und schwere Runenangriffe annehmen. Wenn ein Runenangriff ausgerüstet ist, sammelt er langsam Runenenergie, die in einem mächtigen Angriff freigesetzt werden. Bis des Winters können wir jetzt einfach mal machen. Hier können wir dann auch upgraden. Binden Sie. Ah, okay. L1 und R1 zum Blocken. Leichter Runenangriff. Okay, das können wir auch auf Schild tun, glaube ich, wenn ich das hier. Ist kaputt. Das kann man da jetzt irgendwie noch nichts geben. Ah, das ist natürlich ein cooler Angriff.
War das Feinde? Ich weiß es nicht. Die Jägerin. Die Pirscherin, die uns aufgelauert hat, hat mein Schild zerstört. Sie war eine ausgezeichnete Jägerin und hat gut gekämpft. Ich muss meine Abwehrstrategie ändern, da ich jetzt nicht mehr blocken kann. Zumindest sind wir jetzt mental vorbereitet, wenn wir einen anderen Pirscher begegnen. Ja, da ist halt einfach gar nichts mehr. Wir haben gar kein Schild mehr. Kratos hat sein Schild einfach verloren. Das ist nicht gut. Und wir haben auch nicht mehr so viel Energie. Vater! Der Schild, den Notari gab. Thor hat ihn beschädigt. Aber jetzt... Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Komm, hier können wir rein. Aber hier ist was. Es ist die Schuld des Aschfallen Gottes. Sie hat uns gesagt, die Hexe. Sie sagte, der Aschfall Gott hat Baldur ermordet und dadurch Filbowinder ausgelegt. Sie sagte, wenn der Gott stürbe, würde Filbowinder enden. Keine Dunkelheit mehr, keine Kälte mehr, kein Ragnarök. Und uns ist vor einer Woche das Essen ausgegangen. Egal, wir werden uns bald an Götterfleisch laben. Okay, die haben halt gedacht, die könnten Kratos töten. Lief nicht ganz so erfolgreich, würde ich jetzt einfach mal tippen. Ist ein bisschen. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich habe sie gesehen. Ja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Alter, ich dachte, hier wäre was, wenn man hier schon reinfallen kann. Okay, anscheinend nicht. Man muss auf alles vorbereitet sein. Ja, und genau deswegen guckt man überall, weil man hier eine Truhe findet, wo wir einfach wieder reinkrapschen. Scheiß drauf, wie man die findet. Ja, ich sag ganz ehrlich. Ich hab's geahnt, dass hier irgendwas sein kann. Kann man da hoch? Ja, kann man. Und deswegen... Bam! Das Hacksilber gehört wieder mir. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulf hinterzermürbt einfach alles. Selbst stark. Wir können es auch nicht nach links ziehen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Hat sich etwas bewegt? Da rechts? Hey, das sieht interessant aus. Ich schaff's nicht. Nächster! Und wenn du deine Axt benutzt? Das habe ich mir auch gerade gesagt. Jetzt. So. Nein, ich wollte da runter, aber deine Truhe war egal. Wieder so ein Wandteppich. Schau zu.
Das ist neu. Komm mit. Atreus, warte. Ich glaube nicht, dass er wartet. Was du nicht sagst, Mimir. Ich denke, ich weiß. Wow. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreine erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skull und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Skull und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie ein Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Wow, wirklich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Fan. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Ja, aber diese Zwischenebene ist ja 10 von 10. Boah. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein. Das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Bei allen? Ich bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Tief durchatmen. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Jo. Und? Gehen wir? Heim.
Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie? Genau, ich will mir kurz einfach nur den Kontext angucken. Na, ist egal. Sollen wir nach Svart Alfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Ja, ich geh jetzt ja rechts rum zu den Dingen. Geht sogar. Perfekt. Aber diese Zwischenebene war wirklich sehr, sehr geil gemacht. Rohleder und Hacksilber wieder viel. Der Boden sieht hier rissig aus. Will ich da drauf treten? Hui! Das ist eine Abkürzung. Wo ist eine Abkürzung? Ach, da oben. Hups. Was ist da wohl drunter? Wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich. Ja, normal. Also, hä? Ich sehe jetzt irgendwie keinen... Warum sollen wir das nicht für Profit machen? Ich meine, haben wir doch was davon. An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Ja, das ist so eine Sache. Also Odin wird mich nicht wundern, wenn er versucht hat, den Jungen ein bisschen gegen Kratos aufzuhetzen. Odin ist halt so ein bisschen wie Zeus, halt auch nicht wirklich. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Stimmt, der hat schon ohne Schild gekämpft. Bruder, ohne Schild kannst du nicht abwehren. Hinter dir, pass auf! Räuber, leg! Nächster! Und ab dafür. So. Warum kann ich das hier eigentlich nicht nehmen? So. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svart Alfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit der... Genug.
Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tyr nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Juti, na dann. Wir werden uns aber... Hier drüben! Ja, gleich, Sintri. Wir werden uns dann in der nächsten Folge damit beschäftigen, Tyr zurückzuholen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann sind wir auf der Suche nach Tyr und reden mit Sintri. Und ich sag, bin raus und tschüss!